Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show von Path of Exile. Wir machen jetzt hier, wie heißt das Level? Imperial Gardens weiter. Und damals habe ich echt Probleme mit dem. Oh, die zerfallen gar nicht mehr mit dem Eis. Cool. Die zersplitten sonst wie jetzt hier in so Stacheln. Und die hatten richtig viel Schaden gemacht für ihr. Keine Ahnung, ob es jetzt immer noch so ist. Scheinbar nicht, oder sie treffen einfach nicht. Immer Schwerter. Wieso finde ich jetzt immer Schwerter? Soll ich mir ein Lightning Dual Sword Striker machen oder was? Also ich brauche mal das Portal bitte. Das ist leider nicht hier. Wo denn? Müssen wir weitergehen? So herum. Oh, die sind auch hier. Meine Lieblingsgegner. Angsthasen. Ich mag keine Angsthasen. Rarity Items. Oh, das ist ein guter Schrein. Wow. Das nehme ich mit das. Wolfpelz, Speere. Ja, nehme ich den noch mit. So, wir sind wahrscheinlich bald voll. Nicht mal so. Lass mich in Ruhe. Also, wenn es hier ein bisschen laggt, tut mir leid, aber das ist sehr Hardware-intensiv, also vor allem für die Engine. Und für den Server vielleicht. Und weil ich ja eben Fraps benutze, ist mein PC da automatisch viel schlechter. Weil Fraps so extrem viel RAM und CPU frisst. Das ist unglaublich. Aber das ist eben wegen dem System so oder keine Ahnung. Aber vor allem, ja, es ist halt ein bisschen problematisch. Hey, hier ist ein Durchgang angezeigt. Wahrscheinlich nur von unten rechts nach oben links gewesen. Schade. Hier ist wahrscheinlich irgendwo die Bücherei. Da gehen wir auch rein. Weil dort hat man recht viel gute Chance auf Items. Wenn es auch in normal so ist. Ich hoffe es jedenfalls. Und eine Quest, glaube ich, wo man etwas Gutes bekommt. Wahrscheinlich Respect Points. Oder vielleicht auch ein bisschen Skill Points. Ja, da ist dieser Boss mit dem Wirbelwind. Das ist so riesen, also so schnelle Wirbelwinde, kleine, aber schnelle Wirbelwinde schießt. Und dieses Monster. Es gibt noch ein großes, da ist es genau, das große. Tyrannosaurus Maximus. Ich bin Mauritius Germanicus irgendwas. Maximus der irgendwelche Legion. Und bin ein Dinosaurier. Ja, Gladiator, ein richtig guter Film. Für alle zu empfehlen, auch wenn er schon alt ist. Also alt. Ist jetzt irgendwie so 15 Jahre alt ungefähr. 14 oder so. Aber es ist einer der besten Filme. Heutzutage kommen dagegen nur noch Mist. Also es sind schon, kommen schon noch gute Filme. Zum Beispiel eben diese Actionfilme. Mission Impossible 5. Da bin ich gespannt. Sieht richtig gut aus. Und so. Aber eben vor 15 Jahren, da war ich so extrem fasziniert von Filmen. Und heutzutage nicht mehr so. Wahrscheinlich auch eben, weil ich so ein bisschen ins Alte gekommen bin, wo man ein bisschen weniger Spaß hat vom Film. Aber ja, es ist einfach, der Film kann ich heute noch jeden Tag anschauen und es wird mir nicht langweilig oder so. So, Baragge. Hatred. Baratsch. So, eigentlich wollte ich ja
hier rüber. Das mache ich noch kurz. Und dann wollte ich hier hin. Genau. Dort drüber nur das Ding holen, die Geschwindigkeit, das lohnt sich allemal. Und da oben gibt es ja noch eine Aura. Note. Aber die ist nicht so gut. Später vielleicht noch. Das ist noch nicht wichtig. Da ist die Bücherei. Es gibt immer, glaube ich, eine Level mit Bücherei, also so ein Abschnitt mit Bücherei. Genau, und da geht es weiter in der Bücherei, ja. Oh, das weiß ich alles noch so gut, obwohl es jetzt wahrscheinlich schon fast 2 Jahre her ist, dass ich das intensiv erkundet habe. So. Und hier sind die Gegner schon ein bisschen dichter zusammen. Kurzer Leck. So, tut mir leid wegen dem Leck. Wahrscheinlich dasselbe gewesen. Statikschrein, okay. Wie kommt man hier entlang? Ah, das ist von der anderen Seite. Ist nur eine Notiz zum Anschauen, zum Lesen. So. Und die Ark ist noch rechts da. So, jetzt ist hier der Geheimgang. Der Geheimgang in die Archive. Ich habe gehört, es sei noch recht gut in Cruel und Mercilles zum Item suchen, bevor man in die Maps kommt. Die Maps sind natürlich dann besser, wenn sie gut qualitativ sind. Da ist es genau. Der schießt Bücher und manchmal Wirbelwinde. Oh, jetzt wollte ich eigentlich unterbrechen und die zeigen den Wirbelwind. Aber ich habe ihn schon getötet. Das arme, arme Teil von komischen Gegner. So, hier müssen wir diese Folianten finden. Golden Page. Find 3 remaining Golden Pages. Okay. 3 goldene Seiten müssen wir finden. So. Jetzt habe ich einen Heiltrank getrunken. Auch gut. Wenn man ihn nicht braucht, dann trinkt man ihn zwischendurch, wird beschwipst und alkoholisiert. So. Oder beides ist das gleiche. Aber so macht Path of Exile Spaß, wenn es so schnell ist, die Gegner kein Problem mehr sind. Ich bin eben der Action-Fanatiker, der Action-Rollenspiel nicht wegen Schwierigkeitsgrad spielt, sondern weil es ihm Action bietet. Oh, ein Telefon kommt auch. Danke, nimm ab, bitte, dass ich das nicht im Video haben muss. Genau. Nein. Nein, nein, nicht weiter, nein. Jetzt nimm ab, Vater. Hallo. Noch eine Golden Page. Ach, bitte, nicht schon wieder diese Werbung. Nein, die nehmen wir nicht ab. Okay. Bisschen Klingelton im Video. Hört man leider sehr gut, weil es nah ist. Aber wieso muss mein Vater das Telefon immer wieder zu mir bringen, damit ich es unbedingt abnehme? Was muss ich? Muss ich doch 4 oder was? Doch jetzt. Okay. Das da hieß doch 3. Ah, hier ist noch ein Wahl-Area. Ah, was ist das? Die bekommen Power Charges. 2 Unique Bosses. Das wird schwer. Da mache ich doch ein Sicherheitsportal. Noch mal kurz nachschauen. Okay. Hätte ich mir denken können.
So. Alles so. Okay, keine Gegner. Da sind sie. Und in 20 Sekunden bekommen die nächsten Voucher. Ja, jetzt kommen sie schon über. Da haben sie am Schluss 3 oder was? 4. Das ist Maximum. Bei Gegnern. Weil der Charakter kann bis zu, weiß nicht, viel haben mit bestimmten Items. Allem ausgewichen. Die hatten keine Chance. Sogar das Item fressen sie weg. So. Ah, ich meine das Mana. Nicht das Item. Das Item haben sie da gelassen. Haben sie gedruckt. So. Oh, ich bin so unter Druck gerade. Aber ich denke, ja, ich kann noch genug schnell reagieren, wenn sie einem hauen. Ganz stark. So. Chromatiker nehme ich mir. 2 Bosse sind jetzt hier. Da ist einer. Oh, das sind 2. Ah, sind gleich nebeneinander. Lasst mich mal in Ruhe. Und Mana auffrischen. Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Oh, der hat solche Stacheln runter gemacht und ich wäre fast gestorben. Oh, jetzt habe ich da alles drin. Lordly Plate. Dann werde ich mal ein bisschen identifizieren. Oh, der wäre so gut, aber völlig unnütz. Und der ist viel stärker. Nein. Wenn ich mehr Platz hätte, hätte ich ihn mitgenommen. So, die Graves nehme ich noch mit. Nein, ich werde wahrscheinlich keinen physischen Ranger mehr machen der nächsten Zeit. Da brauche ich solche Bögen sowieso nicht, wenn die anderen mehr Schaden machen. Damit nehme ich mich nicht mit. Aber wäre ein schöner Bogen gewesen für physische. Aber eben zu wenig Schaden. Wenn man der Farb hat, dann ist so etwas recht schlecht, weil eben der Death Harp mehr Schaden macht. Viel mehr Schaden. Ob gute Crits hat es? Ja, toll. Wie soll ich jetzt hier ein Item? Das brauche ich nicht. So. Danke, aber nicht lecken, bitte. Cold Penetration, Lightning Penetration. Change to Flee. Item Rarity. Habe ich eigentlich genug? Cold Penetration habe ich jetzt benutzt. Soll ich Lightning Penetration nehmen? Ich nehme Lightning Penetration, weil ich mein nächster Charakter ein Ball Lightning Charakter sein wird. Und ich eventuell wenig habe, ich hoffe es, ich habe. Ja, ich habe keinen, oder? Penetration. Bisschen langsam, einen hätte ich. Der ist ab Level 6. Bisschen langsam. 2 hätte ich gehabt. Okay, das ist Level 1. Ja, ich habe eigentlich alles. Ja, ist doch egal. Wie viel ich habe. Alle anderen waren schlechteste. Und Ding habe ich auch. Mal kurz. Da war es, glaube ich. Das ist Fire. Cold habe ich auch, ja. Ja, ich habe von allen 3 Penetration eigentlich recht viel gehabt. Lightning Warp kann ich auch. Da brauche ich Intelligenz sogar für Level 1. Schade.
Mal schauen, wie ich mich schnell bewegen kann, aber wahrscheinlich braucht es gar nicht. Nur 1 bis 5 Lightning Damage. Armor, ja, ist nicht nötig. Hier auch nicht. Ach Männer, wo kommen die guten Items wieder? Viel zu schwach. Energy Shield. Shield Recovery. Ja, ist alles schwach. Und bei dem? Pete's Pets. Pete's Pets. Lunaric Temples. Da muss ich wahrscheinlich wieder zurück, okay. Ah, da muss ich da noch einen Marktplatz suchen, aber das ist relativ langweilig. Einfach eine Kiste suchen mit etwas drin und dann. Manche Leute scheinen extrem viel Geld auszugeben. Wenn man dann gesehen hat, da hat es irgendwie so einen Banner noch gehabt. Kann man irgendwie nicht kaufen, aber ich weiß nicht, wo er das war. So, und hier ist die letzte Golden Page. Genau, ganz am Schluss. Oh Gott. So, Scrolls of Wisdom wieder mitnehmen. Kann ich kurz schauen. Ja, ich habe zwei übrig. Aber. Chaos Orb. Ja, nehme ich auch mit. Finde ich so viele irgendwie. Andere sagen, es sei selten und ich finde so viele. Ich habe jetzt schon zwei Stacks von denen. So. Und nach oben. Wir gehen zum. Okay, ich bin zu weit. Da geht's nach oben. So. Ah, oh, schöne viele FPS jetzt 60. Aber das wird wahrscheinlich dann, wenn ich wieder draußen bin, wieder runtergehen. Hallo? Muss ich nicht zu dir? Was steht denn jetzt in die Librari? Wo bist du gewesen? Bist du weiter unten gewesen? Ja, oder? Ah, genau, du warst hier. Stimmt. Ja, dann mit dir reden bitte. So, ah, der gibt recht gute Steine, also. Devouring Totem. Ein Lichttotem, okay, von. Okay, das ist nicht so gut. Punishment. Cats, wenn es dann nicht. Das ist ein Easter Egg, glaube ich. Ein April-Scherz. Im Ernst, ich nehme das. Ah, das ist einfach falsch. Die haben das einfach falsch benannt. Das heißt eigentlich Cast. Aber die haben das TS geändert. Jetzt heißt Cats, wenn es stunnet. Ich nehme Cast, wenn es stunnet. Ich will einen Cats, das stunnet. Voll geil. Gut. Okay, es hat einen Cast, Cats. Die Cats. Cats Attack. Schöne Schatz. Aber ich werde gerade nicht gestunt, sonst kann ich es mal ausprobieren, ob wirklich Katzen noch rauskommen. Wäre noch geil. So, jetzt gehen wir. Solaris Tempel, wie das heißt. Das ist, glaube ich, hier. Müsste hier sein. Was war das für eine Blutfontäne? Ah, wahrscheinlich eine, der trinken wollte. Aber irgendwie durch Lecks falschen Ort war. Ich möchte kurz schauen, ob das Ding-Tempel da ist.
Müsste das sein? Oder das? Nein, das ist das. Ja. Dann müssen wir hier hin. Okay, gehen wir wieder zurück. So. Jetzt müssen wir diesen Gravitius wahrscheinlich wieder töten. Oder wie er heißt. Nimm noch Miete. Gibt es zwei Gravitius? Direkt nacheinander. Oder wir können durchlaufen, aber ich will nicht durchlaufen. Ich will ihn töten. Husch, weg damit. Da. Und du auch. Du und du. Oh Gott. Du, 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 du. Du und du. Ihr seid so nett. Geht alles sofort weg. Wahnsinn. Blöde Nazis. Mittelalterliche Nazis. Gravitius Armee. Oder Dominitius Armee. Da. Schwarzschilde. Ja, der Split-Schuss ist schon richtig stark. Ach, durch die vielen Pfeile. Plus ein Pfeil durch Death Harp. Und hier ist es schon wieder. Na, wollt ihr was? Komm. Bleibst du nicht dann? Okay. Von mir aus. Ist da noch einer? Ja. You are not the only one who wields death as a weapon, boy. This is at God's side. Eben noch viel zu leicht. Ich hatte schon Angst von diesem wie heißt es jetzt schon wieder? Das Schild, das Feuerschild. Das macht einen fetten Schaden. Rytheros Fire heißt. Wie man es sagt. So, wir gehen zu Pity. Pity Pit. Pete Smith. Ja, das ist auch ein Tempel. Zum einen mag ich ihn von den Gegnern her, aber hasse ihn auch von der Architektur. Weil es sehr langgezogen ist, ich mag eher so breite AOE-Levels. What the fuck, wo bist du? Wird aber schwer. Lass mal das beschwören, wo bist du jetzt? Flash rennt Grand Imperator. Von mir aus. Ah, schön, endlich wieder hier zu sein. Ich habe wirklich das vermisst. Auch schön der Boden, Marmor, überall. Eines der besten Levels, das es gibt. Vor allem Level 2. Blutlachen noch. Und den Transportwagen, die hier umgekippt sind. So. Käfigen. Hallöchen. Hallo, was ist jetzt hier los? Kommt ja gar nichts. Danke, Level 2. So, jetzt kommt das Blut zuerst.
es ist gar nicht hier. Ja. Oder gibt es ein Level 3? Dann ist es Level 3, okay. Scheinbar. So, jetzt haben wir da diesen schnellen Harrier. Sind wir ein Harrier? Sind wir schneller? Hallöchen, ein anderer Gegner. Foil. Das ist Foil Flegel, glaube ich, oder so. Weg damit. Dankeschön. Lol, der ist gestorben und da hat sich dann noch teleportiert. Okay. So, und jetzt können wir langsam Haste Level 4, sehr gut. Jetzt können wir langsam auf Pierce machen, auf Durchdringung. Gehen die Pfeile auch weiter. So ist die Chance nicht genau ganz hoch, aber es gibt dann auch Items. Es gibt sogar einen Köche, der 100% durchdringt. Und das ist doch mal nett. So, da kommt, oh, das ist so ein Pendant zum Butcher aus Diablo 1. Und dem Schlechter aus Diablo 3. Aber der hat ja nichts auf den Zähnen. Oder auf den Backen. So. Bisschen trinken. Okay. Unten durch oder so. Ach, durch das Immun-Gegner-Einführung ist mein Karate gerade sehr schön geschützt durch die, gegen die Gegner. Also wenn sie mal einfrieren wollen, ich könnte es nicht. Bis ich dann bessere Schuhe finden, wo dann nicht mehr einfrieren hat. Oh. So, komm, bisschen schneller. Oh, schon 21. Okay, dann mache ich den dritten Part. Zeige ich euch noch Pity. Bis gleich.